Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Trader-Gang bei BinaryStrategy.net und BSK.ai. Heute mache ich für euch extra dieses Autoklicker-Video. Er ist gestern schon erschienen, habe aber echt durch den Andrang nur ein Englisch-Video geschafft. Heute zeige ich euch, wo ihr diesen Autoklicker herbekommt, also den Autotrader für binäre Optionen, der überall autotraden kann. Wo bekommt ihr den her? Wie stellt ihr den ein? Das zeige ich euch heute und schaut mal, hier blende ich schnell ein Video ein, wie der Autoklicker arbeitet auf Schnelldurchlauf. Hier. So, Jungs, bin ich bei Pocket. Da habt ihr gesehen, wie der Autoklicker hier vier Fenster auf einmal rein, wenn der machen kann. Und vier Fenster auf einmal. Wir kommen jetzt zu den Einstellungen. Als allererstes Pocket Option. Wir sind hier wieder zurück und zeige euch, wie ihr hier bei Pocket Option eben das einrichten könnt. Aber es funktioniert genauso bei jedem anderen Broker, könnt ihr das umsetzen. Ich nehme eben Pocket Option, da ich hier, wie gesagt, vier oder sogar mehr auf einmal traden kann. Ich könnte hier, ja doch, vier Stück. Vier Stück ist das Maximum, vier Fenster kann ich auf einmal traden mit dem Autotrader. Okay, wir fangen jetzt mal an. Wo bekommt ihr das her? Dann gehen wir hier auf bsk.ai. Hier bekommt ihr diesen Autotrader her. Hier könnt ihr den downloaden. Wie funktioniert das? Meldet euch an bei bsk.ai. Ich hau euch die URL unten rein. Bei der Anmeldung bitte euer Profil ganz ausfüllen. Es ist sehr wichtig, andernfalls kommt ihr in keine Gruppe rein. Also füllt hier dieses komplett aus, das Profil, mit eurer Pocket Option ID oder Quotex ID. Ihr müsst natürlich eingezahlt haben, einen über uns abgeschlossen haben, Pocket Option oder Quotex. Ab diesem Video, die alten von Quotex kriegen den Autoklicker noch, die neuen nur noch ab diesem Video, ab gestern schon, nur noch mit Pocket Option Neuabschluss und mindestens $500 Einzahlung. Wie gesagt, wir kriegen ja die $500 nicht, die bleiben bei euch. Die bleiben bei euch auf dem Trader-Konto und ihr könnt mit dem traden. Also wir nehmen die $500 nicht, sondern die bleiben bei euch. Aber Minimum ist $500. Tragt bitte eure Broker-IDs ein, eure Broker-ID oder IDs in der Anmeldung bei bsk.ai und ganz wichtig, eure MetaTrader-Nummern. Dass wenn ihr dann eine Beitrittsanfrage in die Gruppen stellt, hier auf BSKI, wo ihr alles downloaden könnt, dass wir eben in euer Profil gucken können, eure Nummer abgleichen von Pocket Option oder Quotex und euch gleich eintragen können, die MetaTrader 4 Nummer, dann müsst ihr nur noch runterladen und könnt sofort loslegen. Also das ist ganz wichtig, ist das bei euch nicht eingetragen und ihr macht eine Gruppenanfrage, wird die sofort gelöscht. Also denkt dran, wenn ihr gelöscht seid und nicht bestätigt seid, dann nur, weil hier eben eure Broker-ID nicht drinsteht und eure MetaTrader-ID nicht. Okay, dann, wenn ihr angemeldet seid, eure Profil vervollständigt habt, geht ihr auf Gruppen. Bitte nur Englisch schreiben, das ist ein englisches Forum. Hier könnt ihr nur Englisch schreiben, außer wenn ihr mir eine Privatnachricht schreibt, dann natürlich auf Deutsch. Also wir sehen jetzt hier, wir haben die Gruppen. Eine Superkai-Sniper-Gruppe, wo ihr einen Superkai-Sniper downloaden könnt. Wenn ihr den haben wollt, den Superkai Autoklicker, den wollen wahrscheinlich jetzt in dem Video die meisten. Und hier mein Kais Indikator Kollektion, das sind Indikatoren drin, die ich gerne trade. Die meisten eben kostenpflichtig, kriegt ihr hier kostenlos in der Gruppe. Sind privat die Gruppen, wie gesagt, ich schaue dann immer, wenn ihr eine Beitrittsanfrage macht, ob ihr auch eure Quotex ID drin habt. Und eure MetaTrader-Nummer, Quotex-ID muss ich natürlich nachschauen, ob ihr wirklich oder bei Pocket Option über uns angemeldet seid und $500 eingezahlt habt. Okay, für den Autoklicker geht er jetzt auf Gruppen hier oben, Groups, Superkai Autoklicker.
dann kommt ihr als allererstes überhaupt nicht hier rein, sondern müsst eine Beitrittsanfrage machen. Ist die bestätigt, seht ihr das dann hier so. Dann geht ihr zu Diskussionen, hier Discussions, und wenn ihr auf Diskussionen seid, geht ihr hier auf Superkai Autoklicker. Superkai Autoklicker drückt ihr drauf und könnt hier downloaden. Hier ist auch nochmal die Installationsanleitung auf Englisch, aber ich mache sie jetzt für euch hier nochmal auf dem deutschen Kanal auf Deutsch. So, dann klickt ihr hier drauf auf den Superkai Autoklicker, sagt hier unten öffnen und dann habt ihr schon mal die Datei offen, also runtergeladen. Ihr seht hier, die lädt es gerade runter. Da ist der Superkai Autoklicker, die ganzen Dateien drin. Und wir müssen das installieren auf einen MetaTrader 4, den ihr eben angegeben habt im Profil, die MetaTrader 4 Nummer. Ich habe hier einen frischen neuen MetaTrader 4, dass ich euch das zeigen kann. Also jetzt ist es hier runtergeladen, ihr seht, links, und öffnet. Öffnet jetzt hier, das lege ich mir mal auf die linke Seite. Und dann mache ich meinen MetaTrader auf, meinen neu frisch installierten MetaTrader. Und sage MetaTrader, Datei oder File. Öffnen, hier öffnen, mache ich den zu und lege hier diesen Ordner vom MetaTrader rechts daneben. So, jetzt klicke ich auf Superkai Autoklicker, dann haben wir hier die MQL4 Ordner und hier rechts im MetaTrader Ordner auch MQL4. Sehen wir als erstes Indikators, klicken wir auf Indikators und rechts im MetaTrader Ordner auch Indikators. Drag and Drop mit rechts. Na. So, schieb's hier rein, dann ist der Superklicker Auto User Indikator drin. Das ist ein Indikator. Dann Libraries, gehen wir hier auch auf Libraries und schieben die Libraries-Datei rüber. So, dann brauchen wir den Mouse Locator als allerletztes hier. Den installiert ihr bitte auch, diesen Mouse Locator. Warum ihr den installieren müsst, seht ihr jetzt gleich sofort. So, dann könnt ihr die Ordner zumachen. Ihr habt jetzt alle Dateien im MetaTrader 4 drin. Ihr tut den MetaTrader 4 dann nochmal schließen und nochmal öffnen. Und dann müsstet ihr eigentlich, wenn ihr den geöffnet habt, sehen hier Superkai Autoklicker User. So, dann machen wir hier nochmal kurz zu und gehen auf die Gruppe nochmal. Flup, die Gruppe. Superkai Autoklicker, gehen wir nochmal drauf und laden uns jetzt, also wir haben da zwei Indikatoren schon drin, ich werde heute wahrscheinlich einen dritten reintun, bei Diskussionen, Discussions hier, laden wir uns jetzt erstmal den Pfeilindikator hier runter. Pfeilindikator werden, die meisten werden den schon haben im Sniper, aber hier laden wir uns den Pfeilindikator runter, klicken wir drauf und hier wieder auf den Namen und laden uns den runter. Pfeilindikator runtergeladen. Wieder auf Open. Dann ist das hier offen. Dann mache ich meinen MetaTrader wieder kurz auf. Mache hier auf Datei. Ordner öffnen. Mache den MetaTrader wieder kurz klein. Und habe jetzt hier wieder alles. Dann gehe ich hier auf MQL4 MetaTrader Ordner. Auf Indikators. Und schiebe mir den hier rein. So. Dann kann ich zumachen. Und wir sind bereit, um unsere Trading einzurichten. Jetzt können wir hier eigentlich schon auf Pocket Option gehen. Ich habe hier vier offen. Einmal Euro, US-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken. Dann gehe ich zum MetaTrader. Mach mal das hier ein bisschen größer. Euro, US-Dollar. Rechtsklick und Chart Window. US-Dollar, Schweizer Franken. Wo ist der US-Dollar? Rechtsklick und Chart Window. Was haben wir noch für zwei? Euro, US-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken. Pfund, US und Outcut. Pfund US und Outcut. Pfund US und Outcut. Wo ist Outcut? Rechtsklick, neues Chartwindow. So, jetzt können wir hier auch schon hier oben diese Dinger zumachen. Also die Währungspaare können wir hier zumachen oder hier oben. Schaut, Währungspaare zuschalten, wieder auf, zuschalten. Ich mache die mal zu und gebe jetzt mal eine Minute. Wartet mal, Euro, US-Dollar, Flup, Close. So, habe ich überall eine Minute eingestellt. Eine Minute. Und kann jetzt eigentlich anfangen einzurichten. Als allererstes mache ich jetzt erstmal hier die Pfeile rein. Sehen wir hier, Superkai Sniper Arrows sind hier aufgetaucht. Doppelklick drauf und auf OK.
Dann ziehe ich mir das hier ein bisschen runter. Dann nochmal hier Pfeile und auf OK. Ziehen wir das wieder ein bisschen runter. Hier wieder Pfeile. Doppelklick, OK. Ziehen wir das hier wieder ein bisschen runter. So, Pfeile. Und drücke auf OK und ziehe mir das jetzt ein bisschen runter. So, jetzt haben wir schon mal den Pfeilindikator in unseren vier Paaren drin hier unten. Seht ihr? In den vier Paaren rein. Jetzt kann ich das hier, ne, kann ich noch nicht schließen. Jetzt müssen wir den Mauslocator, müssen wir jetzt öffnen. Wir fangen an mit EuroUSD. Also gehen auf EuroUSD zum Beispiel. Ihr habt vielleicht andere Paare, ich habe mir die jetzt hier rausgesucht. EuroUSD. Mauslocator öffnen. Wo ist er? Wo habe ich den installiert? Mein Mauslocator. Hier. So, jetzt sehen wir das hier. Was wir jetzt brauchen, Mauslocator, bedeutet, wir brauchen die Lokationen von dem nach unten traden Button und nach oben. Aber als allererstes gehen wir hier erstmal 2 Minuten ein. 2 Minuten. Klickt auf die Flagge. Also ihr könnt hier auf die Flagge drücken. Flup. Flup. So habe ich meine Strategie hier eben. Ich drücke auf die Flagge und gebe jetzt hier direkt, er soll 2 Minuten traden. Betrag 500, 500, 500, 500, passt. So, als nächstes, wie gesagt, müssen wir jetzt herausfinden, wo sind die Buttons, dass der Autotrader weiß, wo muss er draufklicken im Display. Also müssen wir jetzt für jedes Paar hier den Mauslocator nehmen. Wir sehen hier oben ist die X, das X und das Y, was wir jetzt gleich brauchen. Also gehen wir jetzt mal auf unseren MetaTrader und sagen, wir fangen mit Euro US-Dollar an. Dann gehen wir auf den Super Autokal-Klicker, User hier, Doppelklick. Die 1 passt, hier mache ich auf False. Hier könnt ihr die Zeit eben einstellen, habe ich schon im letzten Video gesagt, von wann bis wann er traden soll. Hier könnt ihr einstellen, ob er die Brokerzeit nehmen soll oder die PC-Zeit. Und hier kommt jetzt das Wichtige. Das wirklich Wichtige. Wir sehen, für den Buy-Button brauchen wir die X- und die Y-Position. Für den Buy-Button. Die X- und Y-Position von Euro-US-Dollar. So, für den Buy-Button. Das ist jetzt hier, sehen wir, 700, oder? Ja. 700, 550. Seht ihr? 700, 550 ist X 700, Y 550. 700, 550. 700, 550. 700, 550. 700 war der X und 550 war die Koordinate für Y, für den Kaufbutton. Jetzt brauchen wir den Verkaufsbutton. X und Y. Verkaufsbutton X und Y, meine Freunde. Verkaufsbutton ist hier. Dann können wir sagen 560, 550. 560 oder wir können sagen 560, 560, passt auch. 560, 560. So, 560, 560. So, das sind die Einstellungen für die Button, dass der Klicker die Button findet am Bildschirm. Was mache ich jetzt hier noch? Hier unten, ja, kann ich hier noch eingeben, weiß, dass ich alles korrekt sehe und schalte auf OK. So. Jetzt habe ich schon mal Euro-US-Dollar. Jetzt muss ich dasselbe machen bei US-Dollar-Schweizer-Franken. Gehe ich wieder auf Super-Auto-Clicker-User. Hier 1 passt, für diese Strategie 1 passt. Die Zeit mache ich false. Und ja, ich suche hier wieder die Koordinaten. Die Koordinaten für den Kauf-Button von US-Dollar-Schweizer-Franken ist 1450,5. 60, 1450, 1450, 560, 1450 und 560 haben wir gesagt, ne? 1450, 560, war das auch? 1450, ja. Und den Verkaufsbutton ist 980, 550, 980, 550, 980, 550. So,
Also ich habe euch jetzt gezeigt eben hier, wie man das einrichtet. Ich habe mal zwei gemacht. Also ihr müsst das wirklich für alle vier Paare dann machen. Ich habe es für die zwei gemacht. Und ja, Euro, US-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt einen Trade eingefangen kriegen. Das waren die Einstellungen. Da könnt ihr damit traden. Also der tradet jetzt automatisch. Ich habe jetzt nur die zwei eingestellt. Euro, US-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken. Aber wenn ihr alle vier einstellt, werdet ihr hier alle vier auf einmal. Darum habe ich auch Pocket Option genommen, wirklich, weil wir hier vier Paare nebeneinander legen können. Sobald er hier einen Pfeil bringt, ich kann hier mal auch so machen, sobald er hier einen Pfeil bringt, macht er einen Autoclick. Tools, Options, ihr müsst auch auf Tools, Options, Allow Automatic Trading gehen, das ist noch ganz wichtig. Tools, Options, Automatic Trading. So. Ja. Das wäre es gewesen, wenn er jetzt den nächsten Pfeil bringt. Dann sollten wir eigentlich... Okay, komm, wir richten noch schnell US-Dollar, Schweizer Franken ein. US-Dollar, Schweizer Franken. Ach nee, Pfund US. Was hatte ich denn da jetzt eingerichtet? US-Dollar, Schweizer Franken. Hatte ich das denn eingerichtet? Euro US. Lasst mich nochmal gucken, dass ich hier keinen Fehler gemacht habe. US-Dollar Schweizer und Euro US-Dollar. Ja, und das war falsch. Das war falsch. Kann ich denn die hier rüber schieben? Ihr seht, ich habe hier falsch eingerichtet. Ich hätte den Pfund US-Dollar einrichten müssen. Den Pfund US-Dollar hätte ich einrichten müssen. Dann nochmal alles zurück. Pfund US-Dollar hätte ich einrichten müssen. Oh, hier. Jetzt tradet er den US-Dollar, Schweizer Franken. Können wir mal gucken. Nee, hat er nicht. Geklickt, Gott sei Dank, weil er auf der falschen Position ist. Pfund US-Dollar. Könnte eigentlich hier Pfund US-Dollar. Hier können wir mal rausgehen. Flup. 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 So, wir brauchen den Pfund US-Dollar. Den Pfund US-Dollar, oder? Lassen wir nochmal gucken. Pfund US-Dollar ist unten, ja. Pfund US-Dollar. Pfund US-Dollar haben wir kaufen auf 6,90,79. 6,90,79. 6,90,79. 6,90,79 ist der kaufen. Hier gehen wir auf False. 96,79, der Pfund US-Dollar. Ja, können wir nochmal hier holen. So, und der Verkaufsbutton ist 230,69. 230,69. 230,69. 230,69. 79, machen wir 79, weil es ja oben auch. So, dürfte man alles eingerichtet haben, jawohl. Jetzt gehen wir auf US-Dollar, Schweizer Franken. Oder haben wir denn hier ein Signal? Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir jetzt ein Signal hier von Euro, US-Dollar und Pfund US-Dollar. Na komm, nehmen wir mal zwei. Euro US-Dollar, Pfund US-Dollar. Machen wir es mal so, das ist chilliger. Euro US-Dollar, Pfund US-Dollar. So. Euro US-Dollar, Pfund US-Dollar. Dann gehen wir hier den Pfund. Haben wir den richtig eingegeben? Pfund, gucken wir nochmal. Pfund. Ah. Autoklicker 6,90,79. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich die hier kriegen. Also Euro-US-Dollar, Pfund-US-Dollar. Müsste jetzt traden. Schauen wir mal. Wenn der nächste Pfeil kommt. Der nächste Pfeil, wenn kommt, die Einstellung, wie gesehen, habt ihr gesehen, das ist die Strategieeinstellung hier. Für die Pfeile mit der 1.
Er müsste jetzt automatisch traden, wenn der nächste Pfeil kommt. Eine Kerze abwarten, denn wir sehen hier, guckt mal, das habe ich hier in die Einstellung gesagt. So. Ich habe hier gesagt, er soll eine Kerze abwarten, also wenn der Pfeil jetzt kommt, die Pfeilkerze, wo er ist, soll er abwarten, noch nicht in Trade reingehen, sondern erst die nächste. Das habe ich eingestellt. Und dann soll er natürlich hier eingestellt beim Broker 2 Minuten. 2 Minuten traden. Wie gesagt, ich habe jetzt nur 2 eingestellt, ihr könnt alle 4 einstellen und ihr müsst eben bei, wenn der andere Broker den Kauf- und Verkaufsbutton hat, woanders hat, müsst ihr eben mit dem Mouse-Locator X und Y hier eben ermitteln vom anderen Broker. So einfach ist das. Und wie gesagt, er tradet hier den Pfeilindikator. Ich habe auch schon in der Gruppe hier bei BSKI, habe ich auch schon einen anderen Indikator reingetan. Ich tue da meine Lieblingsindikatoren rein. Und ja, ihr könnt auch welche suchen im Internet, Indikatoren. Habt ihr selbst einen Indikator, einen Pfeilindikator, Symbolindikator, den der Autoklicker nicht erkennt, den könnt ihr uns schicken per Privatnachricht oder sonst irgendwie, das werden wir noch ermitteln. Oh, hier ein Pfeil bei Euro-US-Dollar, sehen wir, Pfeil müsste eigentlich in einer Minute Euro-US-Dollar jetzt selbst klicken. Euro-US-Dollar müsste er selbst klicken in einer Minute. Wir haben jetzt hier, wo steht die Zeit hier, der Ablauf. Wir haben noch 31 Sekunden, 32 Sekunden. Er müsste Euro-US-Dollar jetzt mit unseren Einstellungen nach dem Pfeil automatisch klicken. Können wir gleich mal beobachten. Es sind noch 15 Sekunden und dann müsste er uns den Klick geben. Werden wir gleich sehen. Haben wir alles richtig eingestellt, gibt er uns den Klick. Und wie gesagt, du kannst deinen eigenen Indikator und habt ihr gesehen, er hat selbstständig geklickt nach dem Pfeil. Habt ihr das gesehen? Selbstständig jetzt reingeklickt. Nach oben, wir können mal gucken, Euro-US-Dollar, wo war der Pfeil? Der war nach oben. Wir sehen hier 2 Minuten, jetzt tradet der nach oben. Bei Euro-US-Dollar diesen Pfeil. Ihr könnt, wie gesagt, euren eigenen Indikator dann da auch rein von eurer eigenen Strategie. Sollte der ihn nicht erkennen, euren Indikator, der Autoklicker, schreibt uns einfach. Ich hau auch nochmal dann auf der Seite BSKAI, hau ich nochmal eine Info rein. Es kostet natürlich 49 Dollar, wenn wir euren Indikator so machen sollen, dass der Autoklicker den erkennt. Da haben wir einen Freelancer-Programmierer, der macht das für 49 Dollar. Also das machen wir nicht selber, das macht ein Freelancer, den wir angestellt haben. Und ja, das könnt ihr euch dann kaufen. Also wenn ihr echt den besondersten, geilsten Indikator habt, den ihr traden wollt, Auto-Pfeil-Indikator, Symbol-Indikator etc., dann ja, werden wir für euch den umwandeln. So, wir können jetzt mal gucken hier. Wo steht er denn? 48 Sekunden noch und ja, im Moment im Gewinn. Im Moment im Gewinn. Wir wechseln jetzt mal hier auf die Gruppe zurück. Ich schließe auch mal den MetaTrader, dass er jetzt nicht wild rumklickt hier. Wie gesagt, ihr könnt in die ganzen Gruppen rein. Wichtig ist nur, dass ihr eben euer Profil richtig ausfüllt. Können wir hier sehen, dass ihr euer Profil richtig ausfüllt und eure Pocket Option ID und Quotex ID eben da reinfüllt. Und bevor ihr die Gruppenanfrage macht, dass wir eben checken können, seid ihr über uns angemeldet bei Pocket Option oder Quotex. Wie gesagt, die Alten, die sich bei Quotex angemeldet hatten über uns, die kriegen den noch über Quotex. Aber seit gestern, wenn einer jetzt einen neuen Account gestern gemacht hat oder ab heute halt, dann nur noch Pocket Option. Der Link ist auch in der Beschreibung und hier auf der Startseite ist Pocket Option auch verlinkt. Mindestens 500 einzahlen. Und wie gesagt, bitte in eure Profil hier auf Edit einfügen bei My Broker IDs, eure Broker IDs. Und ihr seht, das seht nur ihr und der Admin, also ich und ihr, kein anderer. Und MetaTrader IDs sieht auch nur, ist Public. Okay, die habe ich auf Public. Die kann ich auch privat stellen, wenn ich will, auf Change. Aber die Broker-IDs kann ich nicht verstellen, die kann nur ich sehen. Oder halt ich als Administrator und ihr, kein anderer. Ja, okay, das wäre es eigentlich gewesen. Das wäre es gewesen. Ich sage jetzt mal Happy Trading, meine Freunde. Wir sehen uns, das waren die Einstellungen. Runterladen, wie gesagt, könnt ihr das hier in die Gruppen
Den Autoclicker habe ich euch ja gezeigt, wie ihr den runterladen könnt. Dann haben wir hier noch die Indikator Collection, die ich mache mit meinen Lieblingsindikatoren. Müssen nicht unbedingt Autoclicker-Indikatoren sein in KAIS Indikator Collection, sondern können auch andere sein. Super KAIS Sniper ist hier auch drin. Dann Trading E-Books haben wir hier auch, die ist öffentlich. Ihr könnt sogar selbst eine Gruppe machen, wenn ihr wollt. Hier Chromil hat da schon eine Gruppe gemacht. Ihr könnt selbst Gruppen erstellen, wie ihr wollt. Ob privat oder nicht privat. Ja, das Forum wird wachsen. Wie gesagt, nur Englisch bitte schreiben. Da wird einiges kommen hier in dem Forum. Denn die englischen Leute, die sind viel mehr als die deutschen. Und ja, wird es viele Strategien geben, die wir austauschen. Viele E-Books austauschen, viele Lernkurse etc. Ich sage jetzt erstmal Happy Trading. Wenn ihr es haben wollt, wie gesagt, den Autoclicker macht einen Abschluss bei, wenn ihr noch keinen Account habt, bei Pocket Option. Und ja, die Alten, die Quotex haben, die kriegen das noch umsonst. Also einfach euer Profil füllen mit eurer Quotex-ID und MetaTrader 4-Nummer, dass wir euch da eintragen können. Und wenn ihr das downloadet, sofort loslegen könnt. Happy Trading, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.